Schönen guten Abend. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung an diesem Abend zur Veranstaltung Afrika Uprising, Protest- und Demokratiebewegung in Afrika, eine Kooperation zwischen Heinrich-Böll-Stiftung und der Deutschen Welle. Bonsoir, bienvenue dans les locaux de la Fondation Heinrich-Böll pour la discussion publique Afrika Uprising, Mouvement de Contestation et Mouvement démocratique en Afrique. Une coopération entre la Fondation Heinrich Böll et la Deutsche Welle. Good evening, everybody. Welcome in the Heinrich Böll Foundation. Ja, einen schönen Abend zu unserer Veranstaltung. Ich bin Claudia Siemens, ich arbeite im Afrika Department der Heinrich Böll Stiftung und schön, sehr viele bekannte Gesichter hier zu sehen und auch so viele. Wir haben heute diese Konferenz zu einer Zeit, wo Afrika sehr viel über Afrika berichtet wird, Marshallplan, Potenzial für wirtschaftliches Wachstum, Investitionspläne und so weiter. Die Idee der Entwicklung Afrikas ist jetzt in Deutschland angekommen, des Aufstehen Afrika. Und es ist eine Konferenz, die auch stattfindet zu einer Zeit, wo die Leute auf die Straße gehen, protestieren für ein besseres Leben. Sie haben es vielleicht gelesen, 17 Menschen in La Lucha, Demokratische Republik am Land, demonstrieren gegen Kabila. Die sind verhaftet worden. Es gibt viele Beispiele. Wir hatten viele, viele solcher Beispiele in den letzten Jahren. Wir hatten massive Proteste in Burundi 2015. Wir sahen da Fotos von Teddy Messina, Fotojournalistin, die heute Abend auch präsent sein wird. 2015 hat sie diese Fotos geschossen während der Proteste. Wir hatten massive Proteste in Äthiopien im letzten Jahr, in der Republik Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo. Da gehen die Proteste weiter und in vielen, vielen anderen afrikanischen Ländern. Das heißt, zu einer Zeit, wo dieses Aufstehen Afrikas in Europa ankommt, gibt es auch diese Aufstände in Afrika. Und meist wird über diese Aufstände nur berichtet, wenn Menschen der Polizeibrutalität ausgesetzt werden, wenn Leute getötet werden, gefoltert werden. Aber man weiß eigentlich gar nicht, was machen diese Leute da? Was sind ihre Visionen? Wie organisieren sich die Aufständischen? Was sind ihre Pläne? Was sind die Herausforderungen? Wer sind diese Leute, die auf die Straße gehen, die blocken, die twittern, die sich auch nicht fürchten vor Polizei und Staatsgewalt? Das wollen wir heute Abend hier diskutieren. Und es freut mich sehr, dass Dr. Dirk Köpp hier die Moderatorin ist, die uns durch den Abend führen wird. Sie ist die Leiterin der Redaktion Französisch für Afrika der Deutschen Welle in Bonn. Und damit möchte ich übergeben an Dr. Dirk Köpp. Wir fangen erstmal auf Deutsch im Moment an, die Diskussion nachher wird aber auf Englisch sein. Also wie Claudia Siemens gerade gesagt hat, mein Name ist Dirke Köpp, ich bin die Leiterin der Redaktion Französisch für Afrika der Deutschen Welle. Wir machen viel Radioprogramm mit den Afrika-Programmen der Deutschen Welle, aber natürlich auch Social Media, Internet, inzwischen auch sogar Fernsehen. Das können Sie sich alles auf der Deutsche Welle-Seite anschauen, wenn Sie mal möchten. Heute Abend geht es ja jetzt erstmal um was anderes. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, wie der Abend ungefähr verlaufen soll, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Wir werden zunächst, ich habe zwei Mikros, wir werden zunächst uns einen kleinen kurzen Film anschauen, den wir extra für diesen Abend produziert haben. Das heißt also, Sie haben hier wirklich die Premiere dieses Mini-Films. Es ist ein Film über die verschiedenen Proteste, die es in den vergangenen Jahren in Afrika gegeben hat. Es sind natürlich nur Beispiele. Der Film erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist einfach so, dass wir uns die Proteste rausgepickt haben, wo man die besten Bilder hatte, denn das ist oft das Problem für die Medien im internationalen Kontext. Es gibt nicht immer Bilder von dem, was man zeigen möchte. Nachdem wir den Film geschaut haben, werde ich die Panelisten hier hochrufen, ihnen kurz vorstellen. Dann geht es mit der Diskussion los. Das wird
denke ich, so 1 bis 1,5 Stunden dauern, dass wir hier auf dem Podium erstmal diskutieren. Und danach sind Sie natürlich herzlich eingeladen, auch Ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie mögen, nicht nur an die Panelisten, die dann hier gesessen haben, sondern auch noch an 3, 4 andere Aktivisten, die ich Ihnen vorstellen möchte, dann am Ende der Diskussion, die auch heute schon teilgenommen haben und morgen noch an einem Workshop teilnehmen werden, den Deutsche Welle und Heinrich Böll Stiftung gemeinsam organisiert haben. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Film an. In a country like Kenya, democracy is, the answer depends on who you ask. But for me, really, it should be the power, true power to the people, and not true power to the people who rule or govern over us. Il faut tourner la page de ces dictateurs et de ces fils de dictateurs qui pensent que nos États sont leur propriété. Non, nous ne sommes pas dans un Bongoland, nous sommes au Gabon. Ce n'est pas une monarchie, le Gabon. C'est une république. Avec la constitution, avec les institutions qui devraient fonctionner de manière républicaine, mais sauf que ces institutions sont prises en otage par une famille depuis 50 ans. À certains moments, il faut taper du poing sur la table pour rappeler ces dirigeants à l'ordre, pour leur faire comprendre que ce n'est pas ce pourquoi vous avez été élus et leur rappeler ce que nous attendons d'eux. Dignidade, paz no prato, tá todo. Esse é o país do pai banana. Esse é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. O sonho é de mudança. Eu não penso, por exemplo, em migrar para viver fora. Eu espero que as condições aqui melhoram, oferecendo maior trabalho, reivindicando, participando ativamente, dando sugestões e apontando caminhos que podem representar a solução para construir uma Angola onde as pessoas podem ser felizes e se orgulharem de estar vivendo. Este é o país do pai banana. 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 Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die natürlich ganz unterschiedlich sind, je nach Land, je nach Kontext, in dem protestiert wird, je nach den Gründen, aus denen auch protestiert wird. Allen gemeinsam ist aber, dass die Leute irgendwie die Nase voll haben von den Bedingungen, so wie sie sind. Aus vielen Gründen, zu den Gründen kommen wir auch gleich noch. Ich wollte nur kurz dazu sagen, dass heute, was die Proteste angeht, auch ein besonderer Tag ist, denn heute vor genau 2 Jahren haben die Proteste in Burundi angefangen. Gestern vor 2 Jahren hat der Präsident dort angekündigt, dass er ein drittes Mal zur Wahl antreten wird. Das hielten viele Leute für nicht verfassungsgemäß. Und dann haben eben die Proteste angefangen. Leider aber ist es so, dass der Präsident auch heute immer noch
im Amt ist, dass es dafür 400.000 Flüchtlinge gibt, viele, viele Menschen, die ins Exil gehen mussten, viele andere Menschen, die während der Proteste oder auch danach gestorben sind. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Wir werden heute auch darüber sprechen mit einem der Panelisten. Und morgen ist auch ein besonderer Tag, denn morgen beginnt in Burkina Faso der Prozess oder einer der Prozesse gegen den ehemaligen Machthaber Blaise Compaoré, der im Oktober 2014 gestürzt worden ist und dem vorgeworfen wird, eben während der Proteste gegen ihn und seine Regierung Menschen einfach auch den Tod von Menschen verursacht und angeordnet zu haben, indem er die Armee losgeschickt hat auf die Protestler. So, wir werden also über viele Dinge heute sprechen und dazu möchte ich jetzt dann unsere Panelisten rufen. Ladies first, zuerst Linda. I would like to come you on stage, please. Vielleicht mache ich jetzt auf Englisch weiter, dann ist es... So, sie ist eine simbabwische Aktivistin. Wo sitzt du, Linda? Hier bitte. Ist aus Simbabwe, Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin, aktiv in öffentlichen Protesten gegen die Regierung in Simbabwe. Und sie ist auch Teil der Hashtag 60-Day Occupation und der Tajamuka-Kampagne. Sie ist mehrfach ins Gefängnis gesteckt worden. Sie ist mindestens 10-mal verhaftet worden und einmal nur dafür, dass sie in einem Park saß. Und wir werden mit ihr zu Simbabwe sprechen. Dann bitte ich auf die Bühne Sheikh Omar Touré, Frau Senegal, besser bekannt als Tiat Chat. Er ist Rapper, hat gegründet die Rapgroup Kyrgy, was bedeutet Haus in der Sprache Wolof. Die wichtigste Sprache im Senegal. Mit Freunden hat er auch gegründet die senegalese Jugendprotestbewegung Jeanne Omar. Wir haben die Nase voll. Heißt das, man hat dann Jugendproteste organisiert, es gab immer diese Stromausfälle und man hat dann aufgefordert, die Jugend zu stimmen 2012 in den Wahlen und das hat dann geführt zu der Abwahl von Abdoulaye Wade, der länger natürlich noch im Amt bleiben wollte. Das ist jetzt also 5 Jahre. Und Yonama kritisiert jetzt, dass der neue Präsident Macky Sall, der jetzt seit 5 Jahren auch im Amt ist, seine Kampagnen Versprechen nicht erfüllt hat. Also gehen die Proteste weiter. Dann haben wir Teddy Mazina. Wir haben ja die Fotos schon gesehen. Er ist Fotograf, Journalist und Menschenrechtsaktivist aus Burundi. Er lebt seit jetzt schon lange in Belgien. Er ist vor 10 Jahren zurückgekehrt nach Burundi. Er musste dann wieder fliehen aufgrund der Proteste gegen Nkurunziza und die brutale repressive Reaktion seitens des Regimes. Und er nahm teil an der Bewegung Alto Troisième Mandat, also Stopp, was das dritte Mandat für den Präsidenten angeht. Dann haben wir noch Saka Elia Mampili, er ist Associate Professor für Politikwissenschaft, Afrika-Studien und internationale Studien am Vassar College in New York. Er hat ein Buch geschrieben, das sich nennt Africa Uprising. Er wird uns heute hier erklären, die verschiedenen Arten der Aufstände in Afrika, um uns ein bisschen theoretisch zu verorten. Vielen Dank an alle, dass ihr heute hier mit mir auf dem Podium seid. Erste Frage an dich, Sakalia. Ein Buch schreibt es, Protest ist wichtig, auch wenn es nicht dazu führt, dass das kritisierte Regime
abgewählt wird. Und können Sie mich hören? Ja. Ja, wir können ihn gut hören. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Und ich bin wirklich geehrt, mit diesen Aktivisten hier auf der Bühne zu sein. Wunderbare Arbeit wird hier geleistet, die viel für Afrika bringt. Und zwar, was in Afrika passiert, was in den eigenen Ländern passiert. Der Ausgangspunkt für den Buch war folgende. Viele der Proteste, die es seit 2005 geben, die dritte Welle der afrikanischen Proteste nennen wir den, die haben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie andere Proteste in anderen Teilen der Welt. Wir kennen ja den arabischen Frühling und da wird dann so getan, als ob das nicht Teil von Afrika ist, dieser arabische Frühling. Nein, das hat alles miteinander zu tun. Afrika sind natürlich 55 verschiedene Länder, ganz unterschiedliche Dynamik, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, die diese verschiedenen Kämpfe zusammenbinden, von denen wir nicht viel wissen. Es gibt nicht so viele Erfolge in vielen Ländern Afrikas, wie wir das sehen möchten, das stimmt. Es gab Volksaufstände seit 2005 in Senegal, Burkina Faso und Malawi und Tunesien, Ägypten haben geführt zur Abwahl oder bestimmter Regime. Aber es gab früher auch schon diese Proteste. Und einige der Dinge, die wir unterstützen oder sehen müssen, ist, dass wir in dem Moment, wo diese Bewegung sehr komplexe politische Situationen vor sich haben, gab es ja massive interne und externe Herausforderungen. Bewegungen sind ja auch unterdrückt worden. Enorme Repression, das werden wir später noch hören, überall auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist meistens intern getrieben, aber auch getrieben von internationalen Interventionen, wie zum Beispiel auch von den Vereinigten Staaten, meinem Land. Aber der hat vielleicht auch nicht den sozialen Wandel gebracht, den wir sehen möchten. Aber was ich schon sagen möchte, ist, dass trotzdem, auch wenn diese Proteste immer noch liefern müssen sozusagen, die Regimes abschaffen müssen, gibt es nichtsdestotrotz in diesen Protesten viele Werte, selbst wenn diese Proteste nicht zum Regime-Change führen. Wir hatten ja diese Diskussion auch früher. Eins, was sich klar gezeigt hat, ist Folgendes. Wenn man die Tür aufstößt, wenn man den Menschen zeigt, die Menschen, die seit Jahrzehnten unter diktatorischen Regimen gelebt haben, hier, wie zum Beispiel unsere Kollegin hier aus Simbabwe, die über ihr ganzes Leben nur einen Präsidenten kennt. Und und wenn man mit Leuten am Kontinent spricht, mit den Jungen, ist es ganz klar, Zeit ist rum, diese Regimes sind sozusagen überfällig, die werden in der Zukunft nicht überleben. Aber es sind natürlich, durch die Proteste kann man sich eine alternative Zukunft vorstellen. Und man kann hier sehen, durch die Aktivisten, dass die Änderung kommt, auch wenn sie bisher noch nicht da ist. Zakaria hat gesagt, dass du Linda, Präsident Mugabe, schon seit langer Zeit kennst. Hast du auch das Gefühl und denkst du, dass der Protest erfolgreich ist, selbst dann, wenn der gehasste Präsident immer noch an der Macht ist und sich im nächsten Jahr wieder zur Wahl stellen will? Zunächst einmal vielen Dank. Ich kann sagen, wir sind erfolgreich gewesen in Simbabwe in unserer Protestbewegung. Wäre das nicht so, dann wären wir nicht verhaftet worden, wären wir nicht gefoltert worden von der Polizei. Dass das passiert, zeigt, dass das Regime sich besorgt fühlt. Wir waren zu lange sanft und jetzt sind wir in ein Stadium eingetreten, wo wir uns fragen, dass wir etwas tun müssen. Wir haben alle einen Beitrag geleistet zur Diktatur, weil wir die Diktaturen nicht zur Verantwortung gezogen haben. Das ist zur kulturellen Norm geworden, dass man die politischen Führer nicht in Frage stellt. Wir sagen aber heute, wir sind satt. Satt?
Wir wollen diese Diktatur nicht mehr, die Ausbeutung nicht mehr. Wir wollen jetzt sicherstellen, dass das Mugabe-Regime verschwindet, dass hier neue und fähige Führungspersönlichkeiten an die Macht kommen, die uns helfen, die demokratischen und ökonomischen Freiheiten aufzubauen in Simbabwe. For quite some time. Seit einiger Zeit oder seit langer Zeit ist die Jugend ruhig gewesen, hat sich politisch nicht beteiligt. Was hat die Veränderung bewirkt? Wenn es um die Veränderung geht, so sind es so Leute wie ich, die die Führung übernommen haben, die gesagt haben, wir haben es satt. Es gibt sogar Angst, die die Leute haben vor ihrem eigenen Schatten. Jeder hat Angst, dass der Nachbar Spion ist für den Staat. Und wir hatten eine lange Zeit, wo wir jetzt erstmal die Leute überzeugen müssen, dass sie ihre Angst überwinden. Wir schaffen das. Ich werde häufig gefragt, du bist ständig im Gefängnis. Warum hörst du nicht auf? Warum machst du weiter? Ich denke, ich habe als Generationsvertreter das Mandat, etwas zu machen. Wir können nicht einfach weiter jammern. Weil wir sind im Moment in einer schlechten Situation in Simbabwe. Wir haben nicht die Möglichkeit, nicht das Recht zu träumen. Und so kann es einfach nicht weiterlaufen. Weil sonst haben wir keine Zukunft. Die Zukunft müssen wir in die Hände nehmen. Und wir müssen einfach mal was tun. Und wenn die Männer sehen, dass eine Frau hier sich an die Spitze stellt, dann verstehen sie, dass das so nicht geht. Die können ja wohl nicht die Führung einer Frau überlassen. Und jetzt wollen sie in unserem Kampf auch mitmachen. Ich denke, das ist tatsächlich wichtig, dass die Frauen sich in diesem Kampf beteiligen. Das haben wir auch in Burkina Faso gesehen. Wir haben es erlebt in Burundi vor einiger Zeit. Jetzt hat man den Eindruck, dass die Krise in Burundi nicht mehr interessant ist für die internationalen Medien. Keiner redet über Burundi. Es ist doch sehr schwierig, jetzt das Wort zu ergreifen nach einer so kraftvollen Rede einer Frau. Die internationalen Medien können die Probleme sowieso nicht lösen, die wir in Burundi haben. Die internationalen Medien kommen immer dann, wenn jemand umgebracht wird, wenn Repressalien stattfinden. Die wollen Nachrichten. Aber wir als einheimische Journalisten müssen der Welt sagen, was passiert bei uns. Und ich denke, es wird auch wieder eine Zeit geben, wo die internationalen Medien wieder zu uns kommen, um zu sehen, was wir erreicht haben. Jetzt müssen wir zunächst erstmal die Strategie entwickeln, damit wir das Regime stoppen, dass es nicht mehr das Volk quält, foltert. Wir haben Angst, das hat Zylinder gesagt. Wir haben Folter bei uns im Land. Natürlich hat jeder Angst vor Folter. Jeder hat Angst zu sterben oder zumindest die meisten Leute. Die Situation, die wir haben, ganz besonders in Burundi, sieht so aus. Seit 6 Monaten gibt es Proteste. 2000 Menschen sind gestorben, sind getötet worden. 6000 sind im Gefängnis. 400.000 gingen ins Exil in den letzten 2 Jahren und trotzdem existiert unsere Bewegung noch weiter. Die Medien werden wiederkommen, wenn die Flüchtlinge, die 400.000 wieder zurückkommen, aber wir müssen den Boden dafür bereiten. Ich habe genauso protestiert wie die Bürger, als jemand, der keine Unterdrückung mehr erdulden will. Der Meinungsfreiheit, Medienfreiheit will. Ich habe verstanden, es gibt keine Freiheiten mehr. Man kann nichts mehr tun. Man kommt nicht mehr nach Hause zurück. Was wir jetzt haben, ist nicht das Problem der internationalen Medien. Es geht nicht um die Aufmerksamkeit. Es geht darum, die Leute zu überzeugen, aufzustehen und Nein zu sagen. Und das so lange, bis die Regierung kollabiert. Was wir getan haben, ist noch nicht genug. Aber die Hälfte des Weges haben wir schon geschafft. Der Präsident versteht, er ist am Ende. Er wird bezahlen müssen, er wird vor Gericht stehen, er wird sich verantworten müssen. Und der Staat wird Genugtuung dafür leisten müssen, dass er Menschen getötet hat. Unser eigenes Volk muss heute reagieren.
Wollen Sie damit sagen, dass das Volk in Burundi nicht intensiv genug daran arbeitet? Ich denke, Sie tun das schon. Wir sagen den Leuten jetzt schon, bringt euch nicht selber um, seid vorsichtig. Die Regierung ist bewaffnet, sie geht gegen die Menschen vor, sie wird sie töten, wenn sie auf die Straße gehen. Man kann natürlich sagen, okay, man kann nach Europa gehen, aber wir brauchen eine andere Strategie. Zakaria, in Ihrer analytischen Übersicht, haben Sie da feststellen können, warum einige dieser Proteste zum Sturz des Regimes führen und andere Protestbewegungen nicht? Es ist wichtig zu sehen, dass Afrika bereits zwei Protestwellen hatte und die waren sehr erfolgreich. Die erste Welle gab es in den 40er, 50ern, das war die Bewegung gegen Kolonialisierung. Dann in den 80er und 90ern hatten wir einen breiten Demokratisierungsprozess basierend auf den Protesten. Jetzt ist es so, dass es um die Bedeutung der Demokratie geht. Das ist eine Frage, die wir alle haben als Menschen. Nicht nur Afrika hat diese Frage. Wir haben in den meisten afrikanischen Ländern formelle Institutionen, normale Wahlen, zumindest die Attribute der Demokratie sind da. Die Menschen wollen jetzt aber wissen, was bedeutet diese Demokratie für uns? Es muss mehr sein, die Demokratie, als nur Wahlen alle 4 Jahre. Es werden jetzt grundlegende Fragen angesprochen zur Bedeutung der Demokratie. Das hat das Video auch gezeigt. Der Gedanke, dass die Demokratie mehr bedeuten muss, denn als Wahlprozesse und als mal diese und mal jene politische Partei. Und das ist die Grundfrage, die jetzt im Moment schwer zu beantworten ist. Das sind ja Fragen, die uns in unseren Ländern auch teilweise umtreiben. Tja, Ihre Bewegung hat dazu beigetragen, dass Abdoulaye Wade, der Präsident im Senegal, gestürzt wurde 2012. Damals haben Sie sich eingesetzt für Macky Sall, er ist heute Präsident, aber jetzt sagen Sie, dass er ebenfalls seine Wahlversprechen nicht gehalten hat. Was bedeutet das? Bedeutet es, dass der Kampf um mehr Demokratie und bessere Lebensbedingungen weitergeht? Vielen Dank. Ich selbst und die Bewegung, der ich angehöre, wir haben nie gedacht, dass Macky Sall die Lösung für alles ist. Er war da zur damaligen Zeit und wir hatten einfach keinen anderen Kandidaten und deswegen ist er heute Präsident im Senegal. Wir haben nie an sein Programm geglaubt. Denn sein Programm war eigentlich so ein Programm, das nicht sehr anders war als das Programm des vorherigen Präsidenten. Er hat sich selbst als Liberalen deklariert und er hat auch ein soziales Programm eingereicht. Yanamar, meine Bewegung, hat ja sich eingesetzt für den Sturz von Abdoulaye Wade. Wir haben Macky Sall bei uns empfangen im Wahlkampf 2011. Er war in unserem Hauptquartier und wir haben ihm einige Fragen gestellt zu seinem eigenen Programm und all die Versprechen, die er damals gemacht hat, sind nie verwirklicht worden. Er hatte damals gesagt, er wird die Wahlperiode kürzen von 7 auf 5 Jahren. Er hat neue Arbeitsplätze für Jugendliche versprochen. Ist nichts passiert. Auch im Gesundheitswesen ist nichts passiert. Das ist einfach nur einer von vielen Politikern, die wir in Afrika haben. Und wir haben sie zu Tausenden. Für meine Bewegung heißt es also, anstatt uns zu Macky Sall zu konzentrieren, müssen wir einfach sagen, die Präsidenten werden kommen und gehen. Aber wir müssen mit den Menschen arbeiten. Wir wollen den sogenannten New Type of Senegalese, den neuen Senegalesen mitentwickeln. Wir wissen, dass die Politiker nie ihre Versprechen halten werden, nie dem Volk das geben, was es erwartet. New Type of Senegalese, der neue Senegalese, was bedeutet das? 2011.
zu der Zeit, als wir auf der Straße protestiert haben gegen Präsident Ouad, haben wir gesagt, die Lösung, die wir brauchen, ist, dass die Menschen sich beteiligen, aktiv sind, sich selbst kritisieren und verstehen, dass es da ein System gibt. Und wir müssen in diesem System mitmachen. Wenn man eine andere Meinung hat, muss man Nein sagen, man muss dabei sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hier irgendwo den individuellen Selbstmord zugunsten des kollektiven Wiederauferstehens. Wir müssen Opfer bringen, persönliche Opfer für unsere Gemeinschaft. Zum Beispiel muss man sich benehmen, man schmeißt nicht mehr Müll auf die Straßen, man pinkelt nicht mehr in die Ecke, man hat Institutionen, man muss seine Pflichten erfüllen. Man muss sich immer die Frage stellen, was passiert um mich herum? Ich bin Senegalese. Ich bin noch nicht der neue Typ Senegalese, denn ich bin aufgewachsen im alten System und deswegen versuche ich auch, mich selbst zu verändern, mich selbst mitzuerziehen, um so ein neuer Typ Senegalese zu werden. Wichtig ist, dass wir uns konzentrieren auf die jungen Menschen, auf die Teenager in den Schulen. Denn es ist ungefähr so, als ob man einen Baum pflanzt. Man muss ihn bewässern und Stück für Stück wird er wachsen und eines Tages wird er ein großer Baum sein. Fällt man ihn, dann hört man eben diesen Niedergang. Und diese Erziehung, das ist das, was unsere wichtigste Aufgabe war in den letzten Jahren. Wir haben Studenten, denen wir Stipendien geben, die in den Privatuniversitäten im Senegal studieren. Wir haben auch ein Programm für Jugendliche, die dann umherreisen im Land und dort sich treffen mit politischen Persönlichkeiten, mit Bürgermeistern, mit Abgeordneten, sodass man mit ihnen redet, sodass sie selber sagen können, wir brauchen dies und jenes. Wir brauchen zum Beispiel ein Krankenhaus, wir brauchen eine Schule. Macky Sall hat bislang eben nichts geleistet. Es war ein gutes Programm, aber herausgekommen ist wenig. Und ich habe im Moment auch das Gefühl, dass ich nicht mehr frei bin in meinem eigenen Land, weil der Präsident hat vor allen Dingen große Verträge mit französischen Großfirmen unterzeichnet zur Ausbeutung unserer Ressourcen. Macky Sall und seine Familie gehen so vor, dass sogar die Minister sich bedanken bei der First Lady dafür, dass sie ihnen einen Job verschafft hat. Also so etwas, dass ein Minister öffentlich sagt, danke First Lady, aufgrund ihrer Güte habe ich jetzt diese oder jene Position erreicht. Also wir haben im Land Programme, da gibt es Minister, die sich einsetzen für Infrastrukturprogramme, aber Macky Sall hat hier noch keine Leistungen erbracht zugunsten des gesamten Volkes. Also bei der nächsten Wahl ist es klar, wir müssen den jetzigen Präsidenten auch loswerden und wir hoffen, dass irgendwann 2035 ein heutiger Teenager da ist, der dann erwachsen ist und der wirklich ein neuer Senegalese ist und einen guten Präsidenten abgibt für das ganze Land. Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das für die nächste Wahl, dass es noch mal einen Präsidenten gibt, der noch nicht das Ideal des Senegalesen darstellt. Also wenn ich jetzt hier an die Crème de la Crème denke, bei uns in der Politik, da ist keiner dabei, der wirklich das ausmacht, was wir brauchen. Macky Sall ist nur jemand, der nicht den Mut aufgebracht hat, zu sagen, ich will dies oder jenes. Senior war der eine, der gesagt hat, im Senegal will ich eine politische Partei, das ist meine Partei, keine Opposition. Macky Sall hat das zwar nicht so offen gesagt, aber er will das genauso durchsetzen.
ein Einparteiensystem. Einige Führer der Oppositionsbewegung sitzen bereits im Gefängnis. Yusunov ist Minister, er hat Fernseh- und Zeitungen im Besitz, er ist auch nicht unabhängig. Und dann haben wir auch in der Zivilgesellschaft Leute, die ihn unterstützen, unseren Präsidenten. Es gibt aber auch Menschenrechtsaktivisten und Wissenschaftler, die in den Protesten bei uns mitgemacht haben. Wir haben damals die Bewegung M23 gegründet in den Wahlprotesten. Diese Bewegung ist tot heutzutage. Der heutige Präsident versucht uns auch zu bestechen. Wir wurden auch gefragt, wollen wir irgendwelche Positionen haben, irgendwelche Botschaften, in irgendwelchen Botschaften im Ausland arbeiten. Das ist natürlich eine Möglichkeit, unbequeme Leute aus dem Land zu schaffen. Er versucht das. Er versucht, keine aktive Zivilgesellschaft zu haben, keine freie Presse. Und das genau versucht er zu erzielen. Aber das werden wir niemals zulassen. Darauf können Sie zählen. Es ist vielleicht gut, wenn Sie das Prinzip der Local Antennas, der lokalen Antennen erklären. In Ihrer Bewegung Yonamar gibt es die sogenannten Local Antennas. Was bedeutet das? Das ist eine sehr wichtige Frage. Viele Bewegungen haben ihr Ziel nicht erreicht, weil sie einfach nicht vorbereitet waren, nicht organisiert genug waren. Die haben einfach reagiert auf irgendetwas. Reagiert man nach einem Fakt und dieser Fakt ist dann nicht mehr wichtig oder existiert nicht mehr, dann erreicht man nichts mehr. Als wir Yonamar gegründet haben, haben wir von Tag 1 an darüber nachgedacht, wie kriegen wir die Bewegung ins ganze Land. Und wir haben gesagt, okay, wo ihr seid, wer ihr auch immer seid, ihr müsst euch einsetzen, bei euch 25 Leute um euch zu scharen, organisiert euch, übernehmt die Führung, seid leitet die Bewegung in eurem Einzugsbereich, dann seid ihr sozusagen eine Antenne. Yonamar ist nichts, nur eine politische Partei, das ist eigentlich ein gedankliches Konzept, eine Ideologie, dass man es satt hat, wie es war früher. Und wir haben gesagt, wir brauchen Vertreter der Bewegung überall in unseren Regionen. Das sind unsere Antennen. Die können frei sich entwickeln. Es gibt natürlich ein Programm, das von uns zentral entwickelt wird. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne eingerichtet, zur Überzeugung der Menschen zur Wahl zu gehen. Wir haben Wähler registriert, 700.000 Wähler registriert. Solche Kampagnen machen wir natürlich national. Dann sind wir von unserer Zentrale auch zuständig für die Durchführung des Programms. Anderes läuft regional und eigenständig. Ich gebe mal das Beispiel von Kafrin. Kafrin, das ist ein Ort 400-500 Kilometer von Dakar, eine kleine Stadt. Die haben ihre eigene Bewegung. Die konzentrieren sich auf Landwirtschaft. Die haben gesagt, okay, wir leben in einem landwirtschaftlichen Gebiet. Wir können ganz gut Erdnüsse anbauen. Die haben sich dort selbst organisiert, haben Land gepachtet und haben ihre eigenen Programme entwickelt. Das Einzige, was man nicht darf als Mitglied von Yonamar. Man darf nicht nur für eine politische Aktivität einstehen und man darf kein Geld annehmen.
kein Geld annehmen für Leistungen, die man im Namen der Bewegung macht. Alles andere, sexuelle Orientierung, Religion, das ist völlig egal. Da sind wir komplett transparent und offen. Wir haben keine Mitgliedsausweise. Man muss nicht unterschreiben, um Mitglied zu werden. Wir wissen, wenn man bei uns irgendwo unterschreiben muss, dann hat man ein Problem. Wir sind, wie gesagt, offen. Wir arbeiten mit allen frei und unabhängig zusammen. Zacharia, du schreibst auch über das Dichotomie ländliche, städtische Proteste. Warum gibt es da diese Lücke zwischen oder diesen großen Unterschied zwischen der ländlichen Bevölkerung und der städtischen? Das ist ziemlich lang, ich werde es kurz fassen. Man hat auf dem Land, man hatte dann die Chiefs von den Stämmen und da war das gar nicht mehr politisch, sondern da war das ethnisch und tribal. Und der urbane Raum war immer deethnisiert, der war konnte man über die die traditionellen Strukturen nicht kontrollieren. Aber die Verstädterung in Afrika ist schneller als überall sonst auf der Welt. Das heißt, die Stadt wird immer wichtiger, die Stadtbevölkerung wird immer wichtiger. Und für die derzeitigen Regimes wird das eine immer größere Herausforderung, die sich natürlich verlassen auf ihre sozusagen Seilschaften, die ethnischen im ländlichen Raum. Was für uns interessant ist, und da haben wir alle Schuld, wir denken immer, wenn wir Afrika hören, Politik hören, dann denken wir immer, das ist stammesbedingt. Burundi, Äthiopien und sonst was, dann ist immer gesagt, okay, da gibt es jetzt Ärger, das ist aber das ist Stammesfäden, Tutsi, Hutu und so weiter. Aber was wir in den städtischen Bewegungen sehen, ist genau das, dieses tribale Modell der Politik zurückzuweisen, die Leute inklusiv zusammenzubringen über die Ethnien hinaus. Das ist natürlich eine starke Altlast sozusagen, die ist schwer loszuwerden im afrikanischen Kontext. Ja. Ja, selbst in Burundi hat man manchmal das Gefühl, dass im ländlichen Raum mehr Unterstützung für Pierre als in der Hauptstadt ist. Glauben Sie, dass lokale Antennen hier helfen können, das Regime loszuwerden dort? Ich denke, es ist eine ähnliche Struktur, also eine Struktur wie in Senegal, bloß für Burundi. Ja, Burundi ist anders. Seit dem Friedensvertrag hatten wir freie Presse. Nach dem Bürgerkrieg war das in den 1990er Jahren, hatten wir freie Presse. Und die Radio waren sozusagen eine Universität, die Menschenrechte gepredigt haben. Ich habe als Journalist gearbeitet hier und überall wusste jeder Burundianer seine Rechte, jeder Polizist, jeder kannte Menschenrechte, denn es wurde 10 Jahre lang nur darüber gesprochen. Die Probleme, die dieser Präsident hat, selbst wenn es jetzt die Lücke gibt zwischen Staat und Land, war erstmal die Radios stillzulegen, die Radiosender, und dann wieder die Leute zu ethnisieren. Dann hat er die Milizen aufgebaut. Da hatte man überall dann diese Milizen. Und die Leute fliehen nicht aus dem Land, weil es in der Hauptstadt Probleme gibt, sondern diesen Despotismus im ländlichen Raum. Die Macht der Gewalt geht sozusagen vom Präsidenten aus und geht bis zu den letzten Ecken des Landes. Die Mehrheit sind ländliche Räume. Ja, die meisten Leute sind keine Stadtbürger sozusagen. Weniger als die Hälfte. Und da gibt es also wirklich diese, in der Stadt hören die Leute Musik, es gibt eine neue Stadtkultur, aber auf die Leute
auf dem Land kennen ihre Rechte und kennen auch die Erwartungen, ja, haben ja immer Radio gehört und so weiter, aber jetzt ist es so, dass diese neuen Mächte versuchen, diese Konflikte ethnisch darzustellen, tribal darzustellen. Aber es ist jetzt zu spät. Die Leute wissen jetzt, was da läuft. Die Regierung hat die richtige Strategie gehabt, also lokale Antennen und Milizien, um die Leute zu unterdrücken. Nein, das ist selbstmörderisch. Wir hatten ja das Gleiche in Ruanda in den 90er. Wir wissen ja, was dann da passiert ist am Schluss. Der lokale Despotismus kann laufen. Ja, 10 Leute können 10 Hügel abbrennen. Um tausende Leute umzubringen, braucht man keine Armee. Da braucht man nur 10 Leute, die bewaffnet sind. Und die Bevölkerung kann sich ja gar nicht verteidigen. Aber schlussendlich gehen diese 10 Leute auch den Bach hinunter, werden auch irgendwann gefangen und werden. Das heißt, das ist, was die Regierung da macht, selbstmörderisch. Linda, wie sieht es aus mit der lokalen Bevölkerung? Wir hatten heute Morgen gesprochen über die sozialen Medien. Kriegt man mit Facebook und Twitter die ländliche Bevölkerung? In Simbabwe ist die Situation etwas komplex. Die meisten Leute im ländlichen Raum haben keine Macht, viele arbeiten nicht, haben keine Telefone zum Beispiel. Aber dank der Chinesen, die jetzt die billige Telefone gebracht haben, sind die Leute jetzt alle auf WhatsApp. Also der Schäfer sozusagen hat jetzt Handy und ist auf WhatsApp. Es gibt Voice of America, Studio 7, Radiosender, der sendet aus Washington. Die meisten Leute im ländlichen Raum hören diesen Sender. Wir haben auch eine soziale Bewegung als Orca, die im Wesentlichen im ländlichen Raum arbeitet und versucht, mit den Leuten vor Ort zu interagieren in ihrer Alltagswelt. Wir haben Nimbe zum Beispiel in einer gewissen Community, sich treffen und zu den Bauern gehen und die unterstützen, entsprechende Agrartechniken zu verwenden. Macht man gemeinsam Landwirtschaft und tauscht Infos aus. Wir haben jede Menge Protestbewegungen in Simbabwe. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Protestbewegungen gehabt, aber wir haben jetzt fest geschafft, diese verschiedenen Protestbewegungen zu fusionieren. Wir haben Jamuka, radikale Jugendelemente, wo ich Teil bin. Wir haben das Flag Movement, das ist im Wesentlichen für Mittelklasse-Leute. Und dann haben wir die für die Kirchenleute. Und dann haben wir die Zimbabwe-Bürgerbewegung, die sich hier beschäftigt mit dem Empowering von Menschen. Machen wir auch. Wo wir sagen, die Bürger von Simbabwe müssen raus aus ihrer Komfortzone. Sie müssen proaktiv sein in Governance-Fragen. Und wir müssen zusammenarbeiten, um das Simbabwe zu schaffen, das wir wollen, dass die Leute auch die Macht bekommen und auch wir aufstehen für das, was richtig ist. Wir haben jetzt eine Bevölkerung, die in der Stadt sehr politisch literat ist und wir wollen das auch auf dem Land. Wir versuchen jetzt mit unserer Plattform sicherzustellen, dass wir die Apathie überwinden, dass jeder dann an Bord ist. Denn niemand kann besser für ein gutes Simbabwe kämpfen als die Menschen aus Simbabwe. Wir müssen zusammen anschließen, Informationen austauschen und die Dinge innovativ neu auch umsetzen. So Evagate Radio also trying to create the new type of versucht ihr also auch den neuen Simbabwe zu schaffen? Ja? Bringt mich dann zu der Frage, was läuft denn schief in Afrika? Der Chat hat ja gesagt, selbst bei Wahlen gibt es eigentlich keine echten Kandidaten. Man hat diesen Eindruck, dass eigentlich jeder korrupt ist hier. Was macht ihr?
die Bevölkerung zu befähigen, um diesen neuen Simbabwe zu schaffen, sozusagen, wir Zero-Toleranz, Null-Toleranz, was Korruption angeht, das predigen wir. Das ist ein Krebs, nicht nur für Simbabwe, sondern für ganz Afrika. Wir versuchen also hier zu kultivieren, Null-Toleranz gegenüber Korruption und Gewalt. Das versuchen wir zu predigen. Solange ich involviert bin in Korruption, kann ich doch nicht andere sagen, hier, ihr macht doch keine Korruption mehr. Und ich kann auch nicht, wenn ich selber korrupt bin, von jemandem verlangen, dass er nicht mehr korrupt ist als politischer Führer. Niemand wird uns die Änderungen liefern, wenn wir uns selber nicht geändert haben. Das predigen wir jeden Tag. Erstmal musst du dich ändern und dann verlangst du Änderungen vom anderen und dann von den Führern. Und so muss das laufen. Wir haben immer gesagt zu unseren Leuten, wir haben eventuell eine schlimmere Diktatur nach Robert Mugabe, wenn wir die Führer nicht zur Verantwortung. Und das gilt auch für die Oppositionsführer. Die müssen auch transparent sein und zur Verantwortung gezogen werden. Und nur dann geht's vorwärts. Das ist ein Prozess, der anfangen muss. Das wird nicht über Nacht laufen. Wir wollen ideologisch ändern, der Denke und der Einstellung. Ja, und das wird uns bringen zu dem Simbabwe, von dem wir träumen. I would like to know... Ja, ich würde vielleicht ja, von Zakaria wissen. Ich habe den Eindruck, dass häufig diese Proteste irgendeine charismatische Führung brauchen. Das war in der kolonialen Periode, Lumumba und so weiter, charismatische. Jetzt haben wir Rapper wie Chad oder starke Frauen wie Linda. In Burkina Faso war es bei Les Citoyens. Braucht ihr diese charismatischen Führer oder kann der Protest auch ohne diese Führung erfolgreich sein? Ja, es ist. Man muss natürlich verstehen, auch das Scheitern der charismatischen Führer. Wir haben jede Menge charismatische afrikanische Führer. Aber wenn man seine ganze Hoffnung auf eine Person setzt, dann kann man enttäuscht werden, wenn die an die Macht kommen. Wir haben Nkoma, der war ja für gewaltlose Widerstand. Und dann war er an der Macht und dann hat er all diese Leute abgeräumt. Und bei der jüngeren Generation der Aktivisten sehen wir eine Skeptik gegenüber diesem Modell des charismatischen Führers. Bewegungen, die Transformation bewirken wollen, können sich nicht investieren sozusagen oder all ihre Hoffnung setzen auf eine einzige Person. Es ist eine Zeit der Experimente. Ich weiß nicht, ob diese Aktivisten uns sagen können, ob dieses Modell funktionieren wird, aber wir sehen hier immer mehr Dezentralisierung bei der Bewegungsorganisation. Viele Leute sollten an den Hebeln sein und nicht nur einige wenige. Wir insistieren auf Autonomie. Bewegungen können nicht gebunden sein an auswärtige Geldgeber, an politische Parteien und so weiter, sondern nur verpflichtet sein dem Volk vor Ort. Ich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, zu sagen, ob das jetzt erfolgreich sein wird. Wir brauchen neue Modelle und ich sehe da viel Inspiration überall in Afrika, wo Leute, junge Leute sich organisieren und sich sehr bewusst sind der Fallen, in die man da trappen kann. Es gab ja in der Kolonialzeit sehr viele charismatische Führer, die sich gewandelt haben, Robert Mugabe und so weiter. Ja, das stimmt schon, ja. Das stimmt, ja, wenn man es bedenkt. Aber Linda, du hast einen offenen Brief an Robert Mugabe geschrieben, nachdem du zusammengeschlagen wurdest bei einem Protest. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen von diesem offenen Brief. Und ich würde gerne wissen wollen, ob du jemals eine Antwort von Robert Mugabe bekommen hast. Nein, ich habe natürlich keine Antwort bekommen. Im Februar diesen Jahres hatten wir einen Protest. Am 1. Februar ging das los.
Hashtag 21 Days of Activism nannte man das. Da gab es 21 kritische Themen, die gelöst werden sollten von Robert Mugabe und seiner ZANU-Truppe. Ja, kann man ja nicht Regierung nennen. An seinem Geburtstag verbrät er immer 2 Millionen Dollar. Da gibt es in den Krankenhäusern ja nicht mehr irgendwelche Löcher in der Decke, sondern Krater. Und man kann nicht mal 10 Dollar von der Bank ablehnen. Aber er geht nach Singapur jede Woche zur Behandlung. Tochter kauft immer wunderbare Geburtstagsgeschenke. Und wir sagen, hör mal, während dieser 21 Tage, am 21. Februar hat er Geburtstag, warum diese Geburtstagsparty schmeißen? Und an diesem Tag hat er also gefeiert. Und die Doktoren waren am Streik, weil sie einfach kein Geld mehr verdient haben. Die haben verlangt nach besseren Arbeitsbedingungen, mehr Medikamente in den Krankenhäusern, damit sie überhaupt noch vernünftig im Krankenhaus arbeiten können. Und da haben wir gesagt, hör mal, wir müssen mal am Krankenhaus gegen den Geburtstag protestieren. Ich habe da einfach nur gesessen und ich habe gesagt, ich wollte den Präsidenten mal herausfordern. Wir wurden zusammengeschlagen, wir wurden gefangen genommen und dann bekamen wir eine Strafe, die musste ich bezahlen. Und danach bin ich ins Krankenhaus gebracht worden und wurde dann behandelt bei diesen Verletzungen. Das heißt, ich hatte einen Grund zu protestieren. Aber viele Leute, und ich bin zusammengeschlagen worden, aber Millionen Leute oder viele, viele Leute sterben in den Krankenhäusern, weil sie keine Behandlung kriegen, weil das Gesundheitssystem nicht funktioniert. Und ich habe den Brief geschrieben an den Präsident und dann habe ich gesagt, ach, wir sollen wohl alle sterben in Zimbabwe, damit wir sein Leben retten können. Ich glaube, er hat nicht mehr als 2 Jahre, der Gute. Du hast gesprochen über das Gesundheitswesen, die schlechte Infrastruktur, die kaputten Krankenhäuser und Straßen und so weiter. Glaubst du manchmal, dass die internationale Gemeinschaft nicht genug macht, um das zu beenden? Denn es gibt ja nach wie vor Kooperation mit eurem Land hier. Das gilt übrigens auch für viele andere afrikanische Länder. Ja, man macht da nicht genug, ganz sicher nicht. Und ich glaube nicht, dass die ZANU-Regierung überhaupt Gelder bekommen sollte aus dem Ausland. Denn die meisten Gelder, die sie bekommen, kaufen sie dann Polizeiwagen und Wasserwerfer und so weiter, Unterdrückungsinstrumente. Zum Beispiel für die Geburtstagspartei hat ZANU-PF zum Beispiel, haben die das Benzin geklaut aus dem Krankenhaus für die Geburtstagswagen und dann hatte die Krankenhäuser keinen Sprit mehr. Und die Medien werden da wird darüber nicht berichtet und ich glaube schon, dass Mugabe glaubt, dass er machen kann mit dem Land, was er will. Und die internationale Gemeinschaft sollte ZANU-PF-Regierung einfach nicht mehr finanzieren. Dass er dann nicht mehr so vorgehen kann wie bisher. Und da muss er mal gucken, wo er das Geld herbekommt für seine Behandlung in Singapur. Das ist Geld, das er ableitet von den Regierungsförderungsgeldern aus dem Ausland. Das sind Gelder, die er abzweigt für persönliche Verwendung. Und warum gibt es da keinen Aufschrei in den westlichen Ländern, wenn man dann hört, dass der Präsident ins Hospital geht nach Singapur mit Regierungsgeldern aus dem Ausland? Only one. Der ist ja nicht der Einzige. Das macht es auch nicht besser. Mugabe ist nicht der Einzige. Abdoulaye Wad hat sich in Paris behandeln lassen. Also das ist das Image, das kennt man. Man weiß, dass das System
der Gesundheitsversorgung, das sie selber etabliert haben, in unseren Ländern nicht gut genug ist. So einfach ist das. Ihre Kinder werden in die USA oder nach Europa geschickt, um hier zu studieren, weil die Präsidenten wissen, dass das eigens gegründete Bildungssystem im Lande schlecht ist. Ich habe ja schon gesagt, dass einige Medien bei uns die Regierung unterstützen, die Diktaturen unterstützen. Sie mögen diese Diktaturen auch hier im Westen. Auch im Westen weiß man, dass diese Diktatoren ihnen helfen, unsere Ressourcen auszubeuten. Wenn Mugabe nicht mehr an der Macht ist, kommt vielleicht jemand, der es nicht mehr akzeptiert, dass die Ressourcen nach Europa gehen. Deswegen ist es so, dass man lieber sicherstellt, dass der Neue, der an die Macht kommt, ebenfalls kooperieren wird. Während unserer Proteste gegen Abdullah Iwad hatten wir keinerlei Unterstützung von außen hier. Man hat nur zugeschaut. Sobald sie wussten, dass Iwad zu Fall gebracht wird, begann man auch uns zu unterstützen. Der französische Staat hat Karim Iwad unterstützt. Und die französischen Militärs haben ihn unterstützt am Anfang. Ich meine, wir erinnern uns an die Elfenbeinküste, an den Bürgerkrieg, der dort angezettelt wurde. Das weiß man auch im Westen. Man weiß auch, dass wir den französischen Frauen noch immer nutzen bei uns. 60 Jahre nach dem Kolonialsystem. Frankreich ist in der EU. Keiner der anderen Staaten, weder Deutschland noch ein anderer, sagt den Franzosen, das dürft ihr nicht mehr machen. Ihr dürft euch da nicht mehr einmischen. Man weiß, es gibt ein Büro in Élysée, das sich nur mit dem Afrika-Geschäft beschäftigt. Da sind Total, da sind Elf, nach Shell, nach und viele andere große Firmen mit dabei. Die Welt weiß es, aber sagt nichts, weil es sagt, es geht uns nichts an. Afrika, dort kann man sterben, kein Problem. Wir brauchen euch nicht, Afrikaner, wir brauchen nur eure Ressourcen. Und ich denke, die Rolle der Medien hier ist so wichtig. Die Menschen müssen es wissen hier. Weil ich weiß, wenn die Menschen hier wissen, was in Afrika läuft, werden sie auch protestieren, genau wie wir es tun. Wie viele Leute haben hier ein iPhone im Saal? Wahrscheinlich die meisten. Wenn sie wüssten, dass aus dem Kongo viele der Ressourcen stammen, die man braucht, um die iPhones zu bauen, dann würden sie anders reagieren. Es gibt bei uns Kinder, die mit der Kalaschnikow rumlaufen, mit anderen Waffen aus allen möglichen Ländern. Und sie bringen sich gegenseitig um zum Schutz der Bergwerke, die im Besitz von ausländischen Unternehmen sind, die die Rohstoffe ausbeuten, die man braucht, um die tollen Mobiltelefone, die tollen iPhones zu bauen. Frankreich ist eines der ersten Länder, das Uran exportiert, obwohl es gar keinen eigenen Uranvorkommen hat. Frankreich ist echt das erste Land, das Uran in die Welt hinaus liefert, ohne es jemals selbst im Lande gehabt zu haben. Da stellen sich doch Fragen. Welche Ressourcen hat man? Wo kommen die her? Schauen wir auf Deutschland. Wo kommt der Strom her? Was sind das für Rohstoffe? Mit welchen Rohstoffen können Sie in der Industrie wirtschaften? Sie haben nicht alle die Ressourcen, die Sie brauchen für Ihre Wirtschaft. Diese Fragen muss man stellen. Man muss den Politikern sagen, dass sie eben anders umgehen müssen, anstatt diejenigen afrikanischen Politiker zu unterstützen, die ihnen den Zugang zu den Ressourcen offen halten.
Nun, das hat natürlich mit Nachrichten zu tun. Unsere Rolle besteht nicht nur darin, gegen unsere Präsidenten zu protestieren. Ich lebe in Ruanda, neben meinem Heimatland Burundi. Wir sind Aktivisten, wir sind Führer und wir symbolisieren auch etwas für die Jugend. Wir haben 500.000 Menschen, die im Exil sind. Und die ganzen jungen Leute wollen alle nach Europa. Die wollen Flüchtlinge werden, Migranten sein. Das sehen wir im Mittelmeer, wo die Leute untergehen und von Fischen gefressen werden. Das ist ihnen lieber. Die Rolle, die wir heute spielen, ist die Rolle, die Hoffnung hochzuhalten. Alle diese Menschen, die als Aktivisten auftreten, die begehen sozusagen Selbstmord, um das Kollektiv, um die Gemeinschaft zu fördern. Und wir sind eigentlich die Barriere, die dasteht und den Leuten sagt, bleibt hier, wir können anders leben, wir können besser leben. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle etwas sagen zum Netzwerken. Afrikanische Aktivisten haben ja die gleichen Ziele. Sie wollen beispielsweise alle Françafrique überwinden oder die Tatsache, dass in Äthiopien die Vereinigten Staaten das Regime noch immer unterstützen. Was denken Sie über panafrikanisches Networking, Linda? Ich denke, panafrikanisches Networking ist sehr, sehr wichtig für unseren Kampf in Afrika. Denn die Probleme, die wir haben in unseren Ländern, sind alles die gleichen. Und wir müssen wirklich zusammenarbeiten, unsere Ideen koordinieren, wie wir Afrika transformieren. Ich habe das heute schon mal gesagt, als wir geredet haben, wie reich Afrika ist an Ressourcen. Aber wir haben keine verarbeitende Industrie. Und ich gebe da immer das Beispiel der Schweiz. Die stellen die beste Schokolade her, aber die haben keinen Kakaoanbau. Der wächst in Westafrika. Und in Westafrika wissen sie nicht, wie man Kakao verarbeitet. Bei uns haben wir Mineralien, wir haben Diamanten. Die Diamanten werden nach Indien gebracht, erst dort werden sie geschliffen. Und das sind Verarbeitungsstufen, die könnten dazu führen, dass unsere Wirtschaft wächst. Aber genau das fehlt uns im Moment. Wir haben die Ressourcen, aber wir haben keine Mittel und Wege, mit diesen Ressourcen etwas anzufachen, damit wir wirtschaftlich auf die eigenen Füße kommen. Das ist also kritisch für junge Menschen in Afrika, darüber nachzudenken, wie können wir aus der Situation rauskommen, wie können wir nachhaltig wirtschaften, unabhängig sein, sodass wir nicht ständig Interventionen von außen brauchen, sodass wir unsere Ressourcen tatsächlich auch verarbeiten und das Endprodukt verkaufen. Damit würde Afrika in die Reihe der Länder, der führenden Länder geraten. Die meisten unserer Führer allerdings waren einfach gierig und korrupt. Es war ihnen völlig egal, ob da eine wirtschaftliche Transformation stattfindet. Nach der Befreiung von Kolonialismus haben unsere eigenen Führer das Unterdrückungssystem perfektioniert. Wir als junge afrikanische Führer müssen jetzt die Aufgabe erfüllen, Afrika aus dieser Situation als Gesamtkontinent wieder herauszuführen. Ich weiß, dass Yon Ammar versucht hat, Netzwerke zu knüpfen vor einiger Zeit. Einige ihrer Aktivisten waren in Kongo, wurden dort verhaftet, weil das Regime dort hatte Angst vor diesen Netzwerkstrukturen. Und das zeigt, dass Netzwerke wichtig wären. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Wir reden ja über den neuen Typ Senegalesen, wie ich es gesagt habe. Wir müssen aber auch über den Afrikaner neuen Typus insgesamt nachdenken. Auch das ist wichtig. Und manchmal fahren wir in andere afrikanische Länder auf Einladung von anderen Bewegungen. Fred hier aus Kongo hat uns eingeladen. Da gibt es zum Beispiel auch Filimbi, eine Bewegung im Kongo. Da sind wir eingeladen gewesen. Einfach, dass man Strategien austauscht, Paneldiskussionen macht.
Und es sind auch unsere Aktivisten verhaftet worden. Ich selbst wurde rausgeschmissen aus Äquator-Neuguinea. In einigen afrikanischen Ländern, Guinea, Bissau, Gambia, bin ich bereits persona non grata. In Mauretanien und anderen Ländern bin ich nicht erwünscht, auch in Angola. Das bedeutet, die wissen genau, was passiert. Sie wissen, dass dann, wenn eine gewaltfreie Bewegung irgendwo passiert, irgendwie was gemacht werden muss. Es ist aber schwierig. Wie können unsere Politiker reagieren auf eine Bewegung, die gewaltfrei läuft? Das Einzige, was sie tun können, ist die Protestierenden sozusagen schützen, nicht rauszulassen, zu sehen, dass die Leute darüber nichts erfahren. Das könnte man machen, aber was machen unsere Politiker? Die sind dumm. Sie gehen auch mit Gewalt und Repression auf gewaltfreie Protester los. Das ist definitiv keine Lösung. Also wir haben Netzwerken versucht und wir haben eigentlich den Gedanken gehabt, eine Universität der Bürger in Dakar zu gründen. Das wollen wir auch schaffen bis zum Ende des Jahres. Wir wollen damit in Senegal alle Aktivitäten zusammenbringen, alle Aktivisten zusammenbringen. Und wir versuchen immer, das Wort weiter zu verbreiten, sodass die Leute, die sich gegenseitig kennen, sich gegenseitig empfehlen. Das wird schwierig werden, die Universität zu gründen. Wir haben dafür einfach noch nicht die Finanzierung. Wenn uns hier eine Stiftung helfen will, gerne. Aber da wird dann häufig gesagt, ach, wissen Sie, da sind die Deutschen, die stehen dahinter und da ist USAID dabei und die versuchen sich einzumischen. Wir könnten das eigentlich aus eigener Kraft schaffen. Wir haben so viele Millionäre und Milliardäre, die könnten uns unterstützen. Es kümmert sie aber nicht. Sie kaufen sich lieber noch irgendwo ihren nächsten Jet oder leben im Ausland. Das frustriert uns. Wir könnten das Einkommen haben, das wir brauchen, um uns zu organisieren. Wissen Sie, das erste Mal, dass ich Fred getroffen habe, das war hier in Berlin, wegen euch. Ich kenne ihn. Wir sind miteinander in Verbindung, online zumindest. Virtuell haben wir die Verbindung, aber in Berlin habe ich ihn zum allerersten Mal persönlich getroffen. Das ist doch Ironie. Es ist aber auch eine Chance. Natürlich ist es super. Und das danken wir euch. Panafrikanismus übrigens ist ein Wort, das ich nicht mag, ein sehr altes Wort. Vielleicht sagt man eher interafrikanische Netzwerke. Also wir müssen wahrscheinlich mal nachdenken, entweder in Zulu oder in Swahili unsere eigene Bewegung definieren. Wir brauchen eigentlich kein französisches Wort oder so. Wenn wir einen Namen suchen müssen aus einer anderen Sprache, dann haben wir schon den ersten Fehlschlag. Ich denke, wir brauchen etwas, was aus unseren eigenen afrikanischen Sprachen stammt. Und dann kennen Sie ja Kruma und die Panafrika-Theorie. Das sind die alten Geschichten, die gelten heute nicht mehr. Panafrikanismus, nun, das würde bedeuten, dass wir vielleicht einen Präsidenten haben für ganz Afrika und die anderen sind nur noch Gouverneure. Mugabe würde das nie zulassen, dass da ein anderer an der Macht ist. Ich hätte aber kein Problem, wenn Linda Präsidentin wäre. Also, was wir brauchen, ist eine Bewegung, die nicht von oben nach unten läuft, sondern wir müssen unten anfangen, von unten nach oben. Wir müssen auch unsere eigenen Sprachen entwickeln, unsere eigenen Währungen, unsere eigenen Computer. Und wir müssen fordern, dass der Rest der Welt mit uns kommuniziert und Handel und Wandel betreibt in unseren Sprachen, mit unserer Währung. So, dass wir nicht mehr dieses Währungsgefälle haben, wo ein Dollar irgendwo 600 Einheiten einer kleinen afrikanischen Währung ausmacht. Wir müssen unsere Entwicklung. Afrika ist spät dran, denn wir
rennen der Welt hinterher. Aber wir müssen jetzt eine eigene Lokomotive entwickeln. Und ich denke, dann wird die Welt sich dem auch anschließen und mit uns gemeinsam arbeiten. Das ist die Lösung. Der Gedanke, hier in Deutschland eine Bewegung zu entwickeln, zwischen den Aktivisten hier, die sind wahr, und dann eben diese lokalen Antennen auszubauen in all den Ländern in Afrika. Ich denke, das ist jetzt auch der Moment, wo wir dem Publikum mal die Chance geben sollten, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob hier jemand schon eine Frage parat hat. Wenn nicht, denke ich, machen wir hier oben weiter. Aber da ist schon eine Frau, die eine Frage hat. Da kommt auch das Mikrofon für die Frage. Sie können Ihre Fragen auch deutsch stellen, wenn Sie das wünschen. Erstmal vielen Dank. Das war eine sehr interessante Diskussion. Nee, ich stelle meine Frage schon auf Englisch. Ich bin Anna Fichtmüller und ich schreibe meine Dissertation zu Uganda und zu sozialen Bewegungen. Eine Frage, die ich habe, ist folgende. Wir sehen es immer wieder im arabischen Frühling und in anderen Bewegungen, dass da die Mittelklasse eine Rolle spielt. Hier hätte ich die Frage, wer sind die Leute bei Ihnen in der Bewegung? Was sind da die Triebkräfte? Sind das Leute aus der Mittelklasse? Sind es eher die Armen, die in der Stadt leben? Die Urban Poor, wie es in Ihrem Buch heißt. Und dann, wenn ich die Frage schon zu generell stelle, frage ich auch mal direkt, wozu gehören Sie? Dann habe ich noch eine Frage zur Kluft zwischen Stadt und Land. Christian Thibon, französischer Forscher, hat vor kurzem gesagt, er glaubt, dass viele der Bewegungen erfolglos waren, weil die ländliche Bevölkerung diese Protestbewegungen nicht unterstützt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Denken Sie, dass die richtig ist? Denken Sie, dass die Präsidenten bei Ihnen im Lande noch so starke Basis haben im Lande? Für Uganda weiß ich, stimmt das. Da bekommt der Präsident aufgrund seiner Rolle zur Beendigung des Bürgerkrieges immer noch viel Unterstützung von der Landbevölkerung. Vielleicht gibt es noch weitere Fragen, dann sammeln wir gleich zwei oder drei. Nochmal eine Dame. Und ich bin Nora, ich arbeite in einem Netzwerk, einer NGO, die sich einsetzt für nachhaltige Ressourcennutzung. Sie haben etwas gesagt über die Rolle, die wir alle spielen. Denn wir sind Verbraucher. Wir haben die iPhones in der Tasche. Was denken Sie, ist die Rolle der, sagen wir mal, der deutschen Bevölkerung, der zivilgesellschaftlichen Organisation? Ist es unsere Aufgabe, vorrangig unsere eigenen Leute zu erziehen, ihnen etwas beizubringen zu den Beziehungen zwischen Europa und Afrika? Oder denken Sie, dass wir uns auch einbringen sollten in Entwicklungsprojekte, zum Beispiel in Projekte zur Stärkung der Wertschöpfungskette in Afrika? So dass man, sagen wir mal, ein Beispiel afrikanischen Bauern zeigt, wie man Cashewnüsse weiterverarbeitet. Oder sind Sie der Meinung, die Entwicklungshilfe müsste gekürzt werden, damit die afrikanischen Führer selbst was unternehmen? Die letzte Frage jetzt noch für diese Runde. War ein sehr interessantes Gespräch. Danke. Die Leute scheinen ja die Probleme zu kennen. Sie wissen, dass die Probleme nicht unbedingt nur afrikanische Probleme sind, sondern vieles hat zu tun auch mit der Kooperation des Westens, mit allen Verbrauchern, mit uns allen sozusagen. Die Leute wissen das, das hat man ja auch am Applaus gemerkt, so dass wir eben nicht nur panafrikanische Vernetzung brauchen, sondern eine universelle. Ich denke, die Menschen in Europa, in den USA, in
Afrika und in Asien sollten sich zusammentun, zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Kampf. Ich denke, darüber müssen wir auch reden. Ich sehe das als strukturelles Problem. Da geht es um Kapitalismus vom Wesen her. Und ich meine, dass die Führer korrupt sind, das ist ganz natürlich, sonst wären sie ja nicht an der Spitze. Wie sehen Sie die Rolle der Mittelklasse? Das war ja die erste Frage. Wer möchte die beantworten? Die mittlere Klasse. Hat letztes Jahr was Erstaunliches geleistet. Keiner hat erwartet, dass die sich öffentlich äußern zu den Problemen. Und wir haben festgestellt, dass die Mittelklasse wirklich nicht aus ihrer Ecke rausgekommen ist. Ich denke, ich gehöre zu den Armen. Da gehöre ich hin und das ist so. Wir haben mit der Mittelklasse in Simbabwe gearbeitet. Sie haben gut kooperiert. Ganz besonders haben sie uns Ideen gegeben. Manche haben uns auch Ressourcen gegeben. Denn es ist durchaus nicht so, dass in der Mittelklasse alle bereit sind, auf die Straße zu gehen. Aber sie arbeiten auf andere Weise mit uns, ergänzen uns. Manche kommen jetzt auch so langsam raus und äußern sich gegen das Regime, auch mal öffentlich. Und das ist schon eine positive Entwicklung. Die Rolle der Protestbewegung auf dem Lande, auch da entwickelt sich noch viel. Und man muss auch sagen, unser Regime hat Unterstützung vor allen Dingen auf dem Land. Im Land ist man verzweifelt, das nutzt die Regierung aus. Denn keiner bei uns in Simbabwe hat eigenes Land. Selbst nach der Landreform haben die meisten Leute kein Land bekommen. Das heißt, sie stimmen für die Regierung, weil sie ein System entwickelt hat, das ihnen Zugang zu Land gibt. Das heißt, sie haben nicht den offiziellen Besitz des Landes, aber sie haben Möglichkeiten, da zu arbeiten auf dem Lande. Und da hat die Regierung tatsächlich ein System, das die Leute auf dem Land einschüchtert und ihnen klar macht, stimmt ihr nicht für uns, verliert ihr den Zugang zum Land. Und deswegen müssen wir uns konzentrieren, eben gerade auf das Land und sie überzeugen, dass auch unter einem neuen Regime die Lebensverhältnisse besser würden. Die Frage der Mittelklasse, das ist nicht die wichtigste. Die Frage ist die politische Kultur und das Maß politischer Bildung. Wir haben jede Menge Leute in der Mittelklasse, die überhaupt nicht wissen, was läuft. Aber es gibt Leute, die wirklich keiner hohen gebildeten Klasse angehören, trotzdem politisches Wissen haben und etwas ändern wollen. Das ist immer eine Frage des persönlichen Mutes, der Risikobereitschaft. Bei uns in der Bewegung haben sie Leute aus allen möglichen Schichten. Wir stellen nicht die Frage, wo kommst du her, sondern bist du bereit, auch Risiken einzugehen? Tat, vielleicht wolltest du antworten zu der Frage zwischen der Kluft zwischen dem Land und der Stadt. Vielleicht war es der Grund für diese lokalen Antennen, weil die Leute auf dem Land ja andere Probleme haben. Ja, das alles, hat alles miteinander zu tun, diese Fragen. Wenn man von Klassen spricht und die Rolle des ländlichen Raums und wie kann der Kampf global gestaltet werden, nicht die Afrikaner nur für sich. Es gibt da ein System, das dann funktioniert in unseren Köpfen. Da haben wir die Hohen, und da unten sind die. Und es gibt meiner Meinung nach die höchste Klasse an Menschen, die es gibt, ist die, die sich bewusst sind der Dinge auf der Welt und die sich für Wandel einsetzen. Und die Leute, die sagen, ach, okay, ich bin Mittelklasse oder ich bin gehoben,
die studieren mehr, haben mehr Geld. Für mich bedeutet das gar nichts, was wir in Zusammenhang mit dem, was wir heute brauchen, um die Welt zu ändern. Yan Amar ist ein Beispiel. Ich bin ja Rapper. Andere sind Journalisten bei uns, ja, Ärzte, ganz normale Arbeiter. Und andere haben überhaupt gar keine Arbeit. Ja, die gehen an die Ampeln und an der Kreuzung und putzen Autos, wenn Rotlicht, wenn die Ampel auf Rot geht. Wir haben alle was, was wir miteinander teilen wollen, verteidigen wollen oder ändern wollen in unserem Leben. Und die Vertretung der Bewegung, dann ist man reich. Ich bin in Dakar, aber ich weiß überall, was passiert. Aufgrund der Leute, die dort vor Ort sind, die bringen mir die Infos nach Dakar, in den Hauptsitz, sodass wir wissen überall, was da läuft. Und das ist ganz wichtig, mit jedem zusammenzuarbeiten. Aus jeder Klasse, ich glaube, ich mag das Wort Klasse nicht, aber jeder, aus welcher Klasse auch immer, kann Teil dieser Bewegung sein. Und wie können wir das Problem global lösen? Es ist ja ein globales Problem. Die afrikanischen Präsidenten, wenn sie scheitern, wenn das System in Afrika nicht gut ist, wie viele Flüchtlinge habt ihr denn dann in Deutschland? Illegale. Illegale ist auch so ein Wort, was ich nicht mag. Ja, als Mensch ist man nicht illegal. Ich bin ein Mensch, zur Erde und ich kann da überall hingehen. Also, wenn wir vom Mars sprechen, ist das vielleicht das ein, wenn wir die Marsianer sozusagen invadieren, dann können wir von einer illegalen Immigration sprechen. Aber es gibt ja schon diese Systeme mit Pässen. Da Pass ist besser als der andere, mit dem Pass kannst du überall hin, mit dem Pass kannst du nirgendwo hin und so weiter. Gibt es ja schon. Das Problem ist also ein globales. Sie haben also die Migration, sie haben die Flüchtlinge, sie haben die Klandestinität. Und wenn sich niemand um Afrika kümmern wird, dann werden die Afrikaner kommen und euch die Probleme bringen. Und dann werdet ihr vielleicht nach Afrika flüchten, illegal. Ja, denn dann kommen die afrikanischen Probleme zu euch. Das sind globale Probleme, wenn die Politiker. Also, ich habe heute die Nachrichten im Senegal gehört. Wir haben heute schon erstmal diskutiert. Es gibt da zwischen Macky und Merkel den Macky-Merkel-Deal, den gibt es da schon. Der Deal wird von Macky, bring Angela ein Programm und sag, das ist mein Programm für die Regierungsführung in Senegal. Dafür brauche ich das Geld. Wie kannst du Angela mir helfen? Und jedes Jahr schaffe ich 5000 Jobs für Leute, Universitätsabgänge. Und dann kommt Merkel und sagt, oh, super Idee, dann kann ich die Illegalen zurückschicken. Und dann sagt Macke, ja, gib mir das Geld, ich gebe den Job. Und das Senegal ist jetzt hier, ohne Papier. Ich weiß jetzt nicht mehr den Bereich, irgendwo in München irgendwo. Und dann nebenan ist der Flughafen. Und wenn die da hinkommen, dann werden die nach Senegal zurückgeschickt. Und einige sind schon wieder zurückgeschickt worden. Und wenn sie in Senegal ist, dann wird Macky den 10.000 Euro gehen und ein Sandwich und damit sie nach Hause gehen. 16 Euro sind das. 16 Euro sind das. 10.000 ZFA. Und dann ist doch das Problem grob. Wir müssen das Problem so schnell wie möglich hier lösen. Ja. Because it's connected, I think you can. Ja, das hat alles miteinander zu tun und deswegen kannst du vielleicht auch antworten zu deiner Frage nach der Erwartung an die deutschen Bürger und die Idee, Entwicklungshilfe zu beschneiden. Ja, die Hilfe, anders ausgedrückt. Ich gebe euch ein paar Beispiele, die ich selber mitbekommen habe.
Es gibt ein Land, das erfolgreich ist, zum Beispiel mit Saatgut in größeren Höhen. Niemand konnte erwarten, dass das funktionieren, ja, damit Weizen auf Bergen. Das ist das Land Israel. Das heißt, die Israelis sind gut in der Landwirtschaft. Die haben die Technologie, die haben super Agrartechnologie. Aber Israel macht keine Agrarkooperation. Wenn man die Israelis fragt im Bereich Landwirtschaft, könnt ihr uns helfen, dann sagen sie nein. Wenn die Israelis fragen nach Waffen, dann sagen sie, ja, wie viel willst du denn? Das heißt, das System, das ihr hier entwickelt habt für die Landwirtschaft, warum kann Senegal von diesen Agrarprogrammen nicht profitieren? Ja, weil es nicht in dem Interesse ist. Ja, man braucht eine Plattform. Diese Stiftung könnte eine Plattform sein, um die Leute zusammenzubringen in ein Programm, das man nennt, okay, hier, ich bin Rechtsanwalt, ich gebe dir Rechtsberatung, weil du Aktivist bist in deinem Land, und dein Leben riskierst und dann ruf mich an und dann schauen wir, was wir aus Deutschland für dich machen können. Oder ich bin ein Student hier und bin in einem Menschenrechtsprogramm und ich erzähle dir, was du machen kannst, Rechtsberatung auch in dem Bereich. In Europa hat man so viele Dinge entwickelt, ja, Technologien, Agrar, auf Felsen oder sonst was kannst du irgendwas pflanzen. Ja. Das könnte uns alles helfen. Das wäre ein nützlicher Know-how-Transfer sozusagen. Und auch näher an der Bevölkerung sein. Nicht, was die Mainstream-Medien angeht, denn die sprechen über Krankheiten, über Leiden, über einander abschlachten. Man kann in Dakar leben. Da gibt es da keinen Affe oder keinen Esel oder irgendeiner, der dich da antatscht oder sonst was. Da kannst du frei arbeiten. Und ja, und dann, wir haben ja diesen Witz, wo die Leute sagen, ja, ich habe gehört, in Afrika überlebt er auf den Bäumen. Und habe ich gesagt, ja, in der Botschaft nebenan, der lebt auf dem anderen Baum neben meinem. Ja, man muss mal diese Fragen stellen. Man kann die Rolle der Medien spielen. Ja, und die Rolle ist, niemand soll wissen, was in Afrika passiert. Und eure Verantwortung ist es, der Welt zu sagen, was in Afrika wirklich passiert. Und man hat eine Verantwortung, ihr habt eine Verantwortung, weil ihr jetzt Bescheid weißt über Tschad, Libyen, Senegal, Burundi, Luanda, Tansania, Burundi. Jetzt wisst ihr es. Jetzt habt ihr die Verantwortlichkeit, die anderen bei euch wissen zu lassen, was bei uns da in diesen Ländern passiert. Ja, du hast also auch die Frage beantwortet, damit universeller Bewegungen. Diese Baumgeschichte, die hasse ich. Und ich habe dann gesagt, mein Baum war der Baum Nummer 33. Na gut, Scherz beiseite. Kooperation zwischen NGOs oder mit Deutschland oder wie auch immer. Da ist dieses Image, das man von Afrika hat oder das wir uns auch selber gegeben hat vielleicht. Wir sind hier und wir wollen nicht Migranten sein und wollen nicht hier bleiben, weil wir hier besser leben. Das ist ein Beispiel, euch zu zeigen, wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was Afrika will. Man sollte also in der Kooperation fragen, was wollen die Afrikaner, wie kann man ihnen helfen, um möglich zu machen, eine Chance zu entwickeln, ihre Träume zu verwirklichen. Also das Image ist nicht, dass die Flüchtlinge kommen, die Migranten kommen, dass die Kinder auf der Straße verhungern. Ja, manchmal stimmt das, aber es gibt Millionen junger Afrikaner, die in Afrika bleiben wollen, die hier nicht nach Europa wollen, um hier Sozialhilfe zu kriegen oder was auch immer. Ja. Was muss also gemacht werden? Man muss reflektieren.
was man machen kann. Manchmal kommt die Kooperation, man hat ein Krankenhaus hier von den Franzosen und dann haben wir eins dann von den Deutschen finanziert und die Belgier machen auch noch eins. Da kann man also dann zeigen, okay, hier haben wir ein repräsentatives Projekt. Und das, die Straßen, okay, da kann man das machen. In anderen Teilen des Landes passiert gar nichts. Und manchmal gibt man Geld aus für Dinge, die wir gar nicht brauchen, die schon da sind. Oder wo wir Wahlmöglichkeiten bekommen. Wir brauchen keine Wahlmöglichkeiten, wir brauchen Erfüllung der basalen Bedürfnisse. Ja. Ich weiß nicht, ob es weitere Fragen gibt. Da gibt es weitere Fragen. Äthiopien. Ich war Geschäftsmann in Äthiopien, jetzt lebe ich in Berlin. Ich bin aus dem Land geflohen aufgrund der Situation vor Ort. Dieses Programm ist wirklich sehr gut vorbereitet von der Deutschen Welle und von der Heinrich-Böll-Stiftung hier, die das hier, diese Podiumsdiskussion organisiert hat mit diesen Aktivisten und den Freiheitskämpfern. Und Autoren wie Zacharias. Ich denke, da können wir viel lernen. Und selbst unter Afrikanern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn ich also diese Bilder sehe, was in ihren Ländern passiert. Und wenn ich das vergleiche mit Äthiopien, dann ist unglaublich, was in Äthiopien passiert. Die ganze Bevölkerung war gegen die Regierung, hat revoltiert. Und das zweitgrößte Land in Nigeria. Und das ist zerschmettert worden vom Militär, von der Regierung, diese Protestbewegung. Und unterstützt von den schlimmsten Alliierten. Und da kommen wir jetzt zu einem gemeinsamen Verständnis. Solange diese Entwicklungsaktivitäten, diese sogenannte Entwicklungshilfepolitik sich nicht verändert, werden wir diese Chance nicht haben, Veränderungen in unseren Ländern zu bewirken. Denn wir sind in einem globalen Dorf und ich glaube und ich hoffe, dass es vielleicht noch eine andere Podiumsdiskussion geben sollte. Das ist ein Vorschlag von mir für ein Thema. Diese Aktivisten an Bord zu holen und die deutsche Entwicklungspolitiker und dann diskutieren. Dass man dann einfach mal sagt, pass mal auf, wir erzählen euch mal, was wir brauchen. Ihr macht, was ihr machen wollt, strategisch. Aber es sollte offen sein, die Diskussion. Und wir sollten über die echten Probleme reden. Und die echten Probleme sind, dass diese Diktatoren unterstützt werden von diesen Alliierten auf der Basis von einer sogenannten Realpolitik. Aber das ist nicht die Lösung. Wenn wir diese Diktatoren sehen, wenn sie Geld bekommen dafür, ihr Volk zu unterdrücken. Verträge mit diesen Diktatoren ist ein Desaster. Ja, wir können mit diesen Leuten nicht diskutieren. Die unterdrücken die Menschen, töten die Menschen und werden dafür auch noch belohnt. Das ist einfach unglaublich. Und da sollten wir diskutieren und verlangen eine Änderung der Entwicklungshilfepolitik. Und dann hoffe ich, dass es Änderungen gibt, dass es Wandel gibt. Ich weiß ja nicht, ich habe Ihr Buch bisher nicht gelesen. Ich bin jetzt aber sehr interessiert, Ihr Buch zu lesen. Vielleicht haben Sie da irgendwo schon erwähnt, eine Lösung. Rolle der westlichen Partner, der Weltbank und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie es da in dem Buch drin, aber ich werde es lesen. Aber das war mein Kommentar. Ja, vielen Dank. Zacharia, wollten Sie darauf reagieren? Ja, es gibt da den roten Faden. Meistens kommen die Leute aus dem Westen und was afrikanische Bewegungen angeht. Viele von uns sehen, dass es da ein perverses westliches Rettertum angeht, wenn wir uns afrikanische Politik angeht. Und das muss man sehen. Diese Trends, die es in vielen afrikanischen Ländern gibt, die gibt es auch im Westen und auch in Asien.
der Herr im Hin hat schon recht gehabt, dass es global ist. Ja, wir wissen, dass immer weniger Leute immer mehr Reichtum haben und immer mehr Zugang zu den Ressourcen. Die gleiche Dynamik sehen wir in Afrika. Wenn man aus der Perspektive eines US-Amerikaners sehen, die engsten Alliierten der USA, Äthiopien, Ägypten, Uganda, Nigeria, die haben auch die großen Volksaufstände gesehen. Und diese wurden mit amerikanischen Waffen niedergeschlagen. Ja. Das heißt, wir müssen Schluss machen mit diesem Paradigma des westlichen Retters. Ja, wir gehen rein und geben denen dann unsere Modelle und dann wird alles gut. Nein, wir brauchen Solidarität natürlich auch in Afrika. Und das haben alle Aktivisten gesagt. Wir müssen bescheiden sein und sagen, okay, gemeinsame Herausforderung globaler Kapitalismus ist immer aggressiver und es gibt Leute aus China, aus den USA und so weiter, die da ihr Unwesen treiben und wir haben aber gemeinsame Werte. Ja. Und da brauchen wir diese Synergien. Ich komme ja aus den Vereinigten Staaten und da sehen wir das jetzt auch, dass es da immer mehr Bewegung gibt. Ja, wir müssen aufhören mit diesen Schuldzuweisungen und uns schuldig zu fühlen für den Kolonialismus. Nein, wir müssen einfach mal positiv das angehen, unsere Fähigkeit zu verbessern, was Neues zu denken. Das gilt für Afrika, das gilt für uns überall. Ja, und wir haben ja die Bombe sozusagen geworfen. Und wir können viel lernen in der Diskussion mit den afrikanischen Aktivisten für Afrika und für uns selber. I'm looking to that smartphone, sorry. Ich gucke jetzt hier gerade aufs Smartphone, weil hier gibt es jemand, der eine Frage stellt über den Livestream. Da geht es nicht um Afrika, sondern um Syrien. Sie hier oben im Panel, was denken Sie zu der Situation in Syrien, wo Menschen um Demokratie gekämpft haben und das Ganze sich zu einem blutigen Krieg ausgewachsen hat? Was lernt man aus der syrischen Erfahrung? Und verglichen mit den Risiken der Repression, die es überall geben kann, was heißt das für Sie, die Sie sich erhoben haben, die Sie protestieren? Ich denke, die Situation in Syrien ist sehr schwer zu verstehen. Sehr viel Gewalt passiert. Das ist eine Subregion, die bereits problematisch gewesen ist. Da gibt es jede Menge Vermischung der Konfliktlage mit der Religion. In Afrika ist es so, dass man entweder eine gewaltfreie Bewegung hat, wie man das in Senegal, Burkina Faso und Burundi gesehen hat und noch sieht. Eine Person wurde getötet. Ein Junge von den Demonstrierenden dann. Und wir haben dann gesagt, die Menschen, die dort diesen Jungen getötet haben, ihn totgetrampelt haben, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Die sollen vor Gericht stehen. Weil eine Bewegung, wenn sie gewaltfrei laufen soll, muss man kontrollieren. Und wenn man da versuchen will, die Bewegung mit Visionen zu füllen. Eine Bewegung, die am Anfang gewaltfrei ist, kann aber auch in Gewalt münden, wenn die falschen Leute an die Spitze kommen. Deswegen sagen wir immer wieder unseren Leuten, nein, keine Gewalt. Und wir wollen nicht so enden wie Syrien. Es ist am Anfang eine lokale Bewegung gewesen in Syrien. Nun aber ist sie ein internationaler Krieg geworden. Aus meiner eigenen Perspektive möchte ich sagen, wir sehen, das, was in Syrien passiert, ist nur die Spitze des Eisbergs. Bashar al-Assad war der Freund von Bush, von all diesen großen Politikern. Was in Syrien passiert, ist nicht schlimmer als das, was in
Saudi-Arabien, Israel oder Palästina passiert, ist nicht schlimmer als das, was passiert ist im Kongo, wo Millionen getötet wurden, 2 Millionen alleine Kinder unter 18. Diese Leute, die die Situation hervorgerufen haben in Syrien, die wollen, dass die Welt nur dahin guckt im Moment. Das ist die Realität. Da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die die Debatte anführen. Was sie wollen, das wird diskutiert in den Medien überall. Das sind die Leute, die die Medien manipulieren. Die meisten Mainstream-Medien werden manipuliert. Da wird falsche Informationen gezeigt. Denken Sie an Irak. Die Franzosen bereuen es, dass sie den Irak angegriffen haben, die Vereinigten Staaten. Die haben unter Vorwänden dort bombardiert, um das Öl dort zu stehlen. Das ist in vielen Ländern passiert. Wenn Sie Ihrem Krieg irgendwo den Anschein der Normalität, der Notwendigkeit verleihen wollen, dann gehen sie manipulativ vor, sodass die Welt nur dahin guckt und sieht, ach, die armen Syrer, wie die da leiden, die sehen nicht, was dahinter, hinter dieser Fassade passiert. Was passiert in Syrien, ist eine Schande für die Welt. Ist eine Schande auch für Organisationen wie die EU, wie die UNO, Organisationen, die nichts geschafft hat, die unser Geld genommen hat, aber ständig nur geredet hat, ohne irgendwo ein Problem echt zu lösen. Das ist ein Versagen des Systems, des gesamten Systems. Das heißt, es bleiben immer noch Leute an der Macht. Ein kleines Land entscheidet für den Rest der Welt. Wir reden hier über gute Dinge, wirkliche Probleme. Die G20, denke ich, die treffen sich, die reden nur Nonsens, die werden die Welt weiterführen mit politischen Slogans. Wir werden das einfach so nicht ewig akzeptieren. Wir müssen einfach aufstehen, als Menschen sagen, Bashar al-Assad, hör auf, dein Volk umzubringen. Und wir müssen aber auch den Franzosen, allen anderen sagen, die dort in den Ländern sind, geht raus aus diesem Land. Thank you. Ich würde sagen, wenn es jetzt keine dringenden Fragen gibt, gut, zwei letzte Fragen oder drei letzte Fragen, dann hören wir auf und wir machen dann mit einer Cola und einer Brezel draußen weiter. Und ich werde auch die anderen Aktivisten, die dann noch dabei sein werden, noch vorstellen. Vielen Dank. Ich bin Mohammed, geboren im Senegal. Aufgewachsen bin ich aber in Gambia. Und meine Frage dreht sich um den Tschad. Nach 22 Jahren Diktatur in Gambia hat man im letzten Dezember diese Diktatur beendet. Denken Sie, dass es Ihre Bewegung gewesen ist, die den Einfluss hatte in Gambia und im ECOMOC, im westafrikanischen Block? Denken Sie, dass es hier Einflüsse dieser Strukturen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass die Diktatur in Gambia endgültig gefallen ist? Die anderen beiden Fragen kamen von da drüben. Ich habe eine Frage. Ich bin Grit. Die eine Sache ist ja, eine soziale Bewegung zu gründen, wie Sie es beschrieben haben. Es ist wirklich beeindruckend, was Sie da schon geleistet haben. Aber es ist nur eine Sache. Eine andere Sache ist, eine formelle Opposition in Form politischer Parteien zu gründen. Hier wollte ich Sie fragen, könnten Sie sich selber vorstellen, dass Sie mal im eigenen Land eine Partei gründen oder glauben Sie, dass es über den Weg der politischen Opposition möglich ist, die Politik in Ihrem Lande zu ändern?
Letzte Frage von dem Herrn da drüben. Ich bin Jen, ich bin Südafrikaner. Ich weiß aber, wie die Situation in Zimbabwe aussieht. Und ich weiß, aufgrund der Geschichte haben wir ähnliche Probleme. Der Unterschied ist aber, dass Südafrika immer noch stark unter dem Einfluss von Europäern ist. Es ist immer noch europäisch dominiert. Selbst einige der Sprachen der südafrikanischen Nation, nämlich Afrikaans und Englisch, sind europäisch. Afrikaans ist ja eine Sprache, die von den Flamen stammt, also einem Teil der belgischen Bevölkerung. Würden Sie denken, es wäre eine schlechte Idee oder wäre es eine gute Idee, diese beiden Sprachen nicht mehr zu offiziellen Sprachen zu machen, sodass die afrikanischen Sprachen sich endlich besser entwickeln können, sodass die Leute eben andere Sprachen sprechen müssen anstatt europäische? Es kommt noch eine Frage hier von außen rein. Wie wollen Sie die Gesellschaft ändern, wenn Sie sich nicht an politischen Institutionen beteiligen? Also die Frage kam ja schon hier mal aus dem Saal auch. Ich würde die Frage zunächst an Linda geben, die Frage zu den politischen Parteien. Denn ich habe gehört, dass Linda vielleicht Ambitionen hat, Präsidentin zu werden. Aber es ist doch nicht notwendig, unbedingt eine Partei zu gründen, um Präsident oder Präsidentin zu werden. Das war eine sehr interessante Frage, diese Frage zu den Parteien. Und aus der Perspektive Simbabwes kann ich sagen, Simbabwe hat über 100 politische Parteien, die in den nächsten Wahlen teilnehmen wollen. Und wir haben weniger als 50 Millionen Einwohner. Das heißt, ganz logisch, anhand dieser Vielfalt glauben die Leute nicht mehr an die politischen Parteien. Das sind Replika der Partei, die an der Macht ist. Die wollen alle auch nur an die Macht, um das machen zu können, was Mugabe jetzt macht. So ist Mugabe ja selbst auch an die Macht gekommen. Und so denken die Leute, wird es immer weitergehen. Wenn alle die Führer dieser 100 politischen Parteien wirklich interessiert wären an der Entwicklung Simbabwes, dann hätten sie schon lange eine Koalition gekriegt. Es ist aber Realität, dass alle diese Parteiführer nur eins im Sinne haben, an die Macht kommen, um das Unterdrückungsregime in Simbabwe noch weiter zu perfektionieren. Also unabhängige Kandidaten und soziale Bewegungen sind besser, weil die sozialen Bewegungen sind stärker geeint und haben die Einwohner wieder näher aneinander gebracht. Die politischen Parteien haben versagt, die sozialen Bewegungen sind die einzige Hoffnung, die die Menschen in Simbabwe haben, weil sie haben eine Mission. Sie wollen ein demokratisches, freies, rechtsstaatliches Land und alle Institutionen im Lande sind im Moment eben nicht frei. Wir sind ein Polizeistaat ohne unabhängige Justiz. Also wir als soziale Bewegung sind die einzige Hoffnung. Wir glauben an Gewaltfreiheit und wir glauben, dass Frieden und Entwicklung bei uns möglich ist. Und die Frage an Chad zur politischen Partizipation ohne Mitglied einer Partei zu sein. Alles ist Politik. Man geht in die Politik entweder um Gewinn daraus zu greifen oder um etwas zu verändern. Also aus meiner Perspektive stellt sich das so dar, dass ich nicht in einer Partei will. Das System ist nicht das, was wir wollen.
in den meisten politischen Parteien gibt es nur einen, der denkt, in Afrika, ich rede jetzt hier nicht über Europa, ich rede über Afrika, da gibt es in jeder Partei einen Führer und was er sagt, wird gemacht. Er hat das Geld, er hat die Macht. Und das ist ein System, das ich ablehne. Bewegungen wie Janamar verändern Dinge, ohne sich politisch als Partei zu bezeichnen. Wir haben Veränderungen, die jetzt schon stattfinden. Es macht für mich keinen Sinn, in die Politik zu gehen, um etwas zu verändern. Es gibt eine große Debatte bei uns in der Bewegung. Wir haben jetzt auch ein Gesetz, das unabhängigen Kandidaten die Möglichkeit gibt, gewählt zu werden. Wir sagen, okay, man kann auch Fußball spielen vor dem Hause, aber das Stadion zum Beispiel, da kann man als normaler Einwohner eben nicht rein. Und das sagen die Leute immer, die der Meinung sind, wir sollten auch uns politisch aufstellen. Wieder das Fußballspiel Dortmund gegen Bayern München. Nach der Halbzeit kommt der Schiedsrichter aufs Spielfeld im Shirt von Bayern München und spielt mit. So ungefähr sieht es bei uns aus. So ist das politische Spiel. Also ich kann hier nur aus meiner persönlichen Perspektive reden. Die Politik hat, seit ich geboren bin, nie irgendwas Gutes hervorgebracht. Wir brauchen ein neues System. Das heißt, in die Politik zu gehen, heißt, man muss das politische Spielfeld erstmal komplett verändern. Ihre Frage zu Gambia. Janamar hat sich vernetzt mit Gambia. Wir waren nie selber da in Gambia, aber wir haben außerhalb protestiert, in der Botschaft Gambias in Dakar oder in London. Janamar, habe ich gesagt, sollte sogar protestieren in New York. Da gab es ja auch Proteste. Und Yaya Moscow, das war unser Slogan. Das heißt, wir haben Gambia unterstützt. Wir haben auch ein Programm Boka. In Senegal sagen wir Mok, in Gambia ist es Boka. Es ist dasselbe Wort, aber aufgrund des englischen Akzentes, den die Leute in Gambia haben, klingt es ein bisschen anders. Also, es ist ein Programm, wo wir den Geist von Janamar auch hineintragen wollen in die sozialen Bewegungen in Gambia. Das gibt da schon bekannte Persönlichkeiten, und hier wollen wir die Journalisten und die Blogger von Gambia zusammenbringen und damit Sorge dafür tragen, dass die zivilgesellschaftlichen Versöhnungspersönlichkeiten aktiv auftreten und auf die Demokratie achten als Watchdog. Denn die gambische Demokratie ist noch nicht vollendet. Die ist noch in den Kinderschuhen und sie muss geschützt und beobachtet werden. Und ich denke, die Diaspora hat auch eine ganz wichtige Rolle. Die Gambier, die im Exil sind, denke ich, die sollten jetzt auch wieder zurückgehen. Genauso sollten die Äthiopier wieder zurückgehen. Denn unsere Diaspora brauchen wir heute in Afrika, nicht irgendwo anders. Wir brauchen ihre Hilfe. Wir brauchen ihre Unterstützung, um die Dinge zu verändern. Also wie gesagt, Gambia ist in unserem Blickfeld. Wir werden da auch bald persönlich hinfahren. Und da gibt es eine neue Bewegung, die jetzt im Entstehen ist. Und wir haben ja dieses Mboka-Programm. Wir wollen mit den Kollegen in Gambia zusammenarbeiten, uns austauschen, um, wie gesagt, am Aufbau der Demokratie mitzuwirken. Der neue Präsident oder die neue Regierung ist nicht die Regierung, die wir für gut halten. Er hat ja die Wahlen verloren. Naja, irgendwo ist es gut. In der Demokratie sollte man auch nicht ständig die Macht in der Hand halten. Und die Gambier sind
mehrheitlich jung, unter 35. Diese Vertretung der Jugend in den offiziellen Regierungsstrukturen ist nicht gegeben. Und wir wollen sicherstellen, dass die Jugend mehr zu sagen hat, auch in der Politik. Vielen Dank. Das ist sicher auch für den Rest Afrikas durchaus richtig. Die letzte Frage beschäftigte sich mit der Eliminierung von Englisch und Afrikaans aus Südafrika als ehemalige Kolonialsprachen. Ich meine, da muss man natürlich erst die Schule haben, wo man Zulu und Xhosa lernen kann. Aber ich denke, Südafrika sollte alle Sprachen sprechen. Unsere Kinder brauchen Kommunikation, das ist das Wichtigste. Das heißt, man kann jetzt nicht anfangen, irgendwo Sprachen auszuschließen. Aber wer Zulu oder Swahili lernen möchte, der sollte die Möglichkeit dazu haben. Okay, ja. Linda wollte noch was sagen. Beim südafrikanischen Bruder wollte ich antworten. Ich war häufig in Südafrika und Englisch ist da viel weniger gebraucht als die Sprachen, die dort vor Ort verwendet werden. Wie können wir vor den Leuten reden, haben wir uns gefragt. Und es ist nicht gut zu sagen, Englisch sollte gestrichen werden. Das ist die internationale Kommunikationssprache und wenn wir das eradizieren würden, dann würden wir nicht mehr als globales Dorf nicht mehr miteinander kommunizieren können. Das wäre nicht gut. Vielleicht haben wir den Bruder falsch interpretiert. Er hat gesagt, vielleicht nicht Englisch weg, sondern besser Austausch in den lokalen, in den regionalen Sprachen. Deutsch, Holländisch oder Französisch oder Englisch wurde uns aufgedrückt. Da könnten wir den anderen Leuten auch Zulu aufdrücken. Da, wenn der Autos hat mit GPS, die Zulu sprechen und so weiter, ne? Und unsere Grenzen dicht machen würden vor 5 Jahren. Und dann wette ich dafür, dass die Deutschen in Scharen flüchten würden aus diesem Deutschland mit Zulu GPS nach Afrika. Ja, da freuen wir uns schon auf diese Erfindung. Vielen Dank an die 4 Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein wunderbares Publikum, sehr interessiert. Vielen Dank auch an das Publikum. Ich hoffe, dass es nicht nur Geduld war, sondern echtes Interesse. Ich darf auch den Dolmetschern und den Technikern danken. Und auch Claudia Simons und Maria Ginn von der Heinrich-Böll-Stiftung, die diesen Abend organisiert haben und den Workshop organisiert haben. Und vielleicht auch sehr herzlichen Dank an Audrey. Er teilnimmt am Workshop 2, Journalistin bei der Deutschen Welle. Und sie wird versuchen, dieses Netzwerken morgen anzuschieben. Und dann möchte ich jetzt die 4 Aktivisten einladen, hier der ersten Reihe aufzustehen, sodass die Leute die Chance haben, dann einen Namen zu einem Gesicht zuzuordnen. Fred kommt aus Goma, der östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo. Ihr könnt oben bleiben auch, aber ihr müsst jetzt hier nicht von der Bühne runter, bleibt doch ruhig da oben. Er ist einer der Führer der Jugendbewegung Lucha, Lutte pour le Changement, Kampf für Wandel. Und er möchte Bewusstsein wecken unter jungen Menschen und möchte sie gewinnen als Akteure ihrer eigenen Zukunft. Also die gleichen Ziele wie die anderen Aktivisten hier auf dem Boden. Dann möchte ich Eric Toponar vorstellen, ein Kollege von mir. Er kommt aus dem Tschad. Er ist Journalist, sehr neutral und privat ist er ein Aktivist. Und
musste aus seinem Land flüchten, er wurde ins Gefängnis gesteckt, er wurde ihm wurde nahegelegt, er hätte subversive Artikel geschrieben, was nicht stimmte, und wurde damit beschuldigt. Dann haben wir hier Tesfalem Valdez, der kommt aus Äthiopien, arbeitet als Blogger von der Zone9-Blogger-Bewegung in Äthiopien, sehr berühmt. Und er musste auch flüchten, denn er war ins Gefängnis gesteckt worden, einfach nur dadurch, dass er in Blogs und in Zeitungen seine Meinung kundgetan hat. Und dann haben wir Emery Wright aus Atlanta, aus den Vereinigten Staaten, Georgia, ist Co-Direktor des Projects House Institute for the Elimination of Poverty and Genocide Institute für die Beseitigung von Armut und Genozid. Er arbeitet hier im Graswurzelbereich, hat sehr interessante Erfahrungen gesammelt beim Aufbau von Bewegungen. Und jetzt kennt ihr die Gesichter. Und jetzt, Entschuldigung, ich möchte Eric Toponin ganz persönlich nochmal danken. 15 Monate war ich clandestin in Burundi, und Eric über die Deutsche Welle wusste, dass ich im Land war. Niemand wusste, wo ich bin. Er hat mich immer noch alle 3 Tage angerufen, um zu checken, ob ich noch lebe. Und ich möchte wirklich Deutsche Welle danken und Eric Toponin für all das, was er für mich gemacht hat. Ja, vielen Dank für das Kompliment, dieses nette, herzliche an den Kollegen. So, und jetzt gibt es Coca-Cola, Brezeln, Wasser, Saft, was auch immer. Und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank, schönen Abend. Thank you for you.